Die Symbiose von Musik und Design. So lautet meine Projektskizze meines Masterstudiums. Seit 3 Jahren bin ich selbst auch DJ, lege Hausmusik auf und bin also in dieser Szene zu Hause und kenne mich hier aus. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Thema für mein Masterstudium anzugehen. Das heißt, die Symbiose von Musik und Design, beziehungsweise von Hausmusik und Design. Die Rolle des Designers ist für Musiker heute sehr wichtig, allgegenwärtig, sei es für Musiker selbst, für Künstler oder auch für Labels, um herauszustechen aus der Masse, um sich zu differenzieren, ist die Zusammenarbeit mit Design auf jeden Fall sehr wichtig. Und in meinem ersten Semester habe ich im Fach Design Typografie bei Herrn Hogan ein Redesign eines Musiklabels gemacht. Dieses heißt Tool Room Records. Das ist eines meiner Lieblingshausmusiklabels. Und hier habe ich eine Analyse des bestehenden Designs gemacht und die Werte rausgeschrieben und ein Redesign davon gemacht, also quasi meine Interpretation genau des Labels. Habe mir dann auch mal angeschaut, was gibt es überhaupt alles für Medien in einem Musiklabel, die designt oder gestaltet werden sollen. Und genau, dann habe ich diese alle mal durchgestaltet. Hier einmal alles im Überblick. Des Weiteren hatte ich ein weiteres Projekt bei Herrn Steber, Concrete Jungle, Entwurf einer nachhaltigen und wiederverwendbaren Festival-Ticketbox. Dies ist ein Aluminiumbehälter, in dem auch ein Aluminiumbecher als Ticketbox quasi zugesendet wird. In diesem Becher befinden sich auch die Ohrstöpsel und alle Gadgets drin. Der Becher hat einen Karabinerhaken. Diesen kann man dann, also den ganzen Becher kann man dann entweder an der Tasche oder am Gürtel befestigen während des Festivals. So hat man den Becher nicht die ganze Zeit in der Hand. Oder man kann den Becher auch zu Hause lassen und zu Hause einfach als wiederverwendbaren Becher oder als To-Go-Becher benutzen. In diesem Becher sind dann auch alle Gadgets mit drin bei der Lieferung, so wie zum Beispiel die Festivalbroschüre. Oder auch Festivalbändchen. Und ich hatte noch eine Gestaltung gemacht für ein Promo-Video für zum Beispiel Instagram Reels oder Story oder auch TikTok. Hier sieht man dann auch alles nochmal im Überblick. Im ersten Semester habe ich auch eine Hausarbeit geschrieben bei Herrn Schröder. Der Titel dieser lautet Remixkultur im Grafikdesign der House- und Rave-Szene in den 1980er Jahren. Hier habe ich 3 Flyer aus den 80er Jahren herausgesucht, diese analysiert und es hat sich herausgestellt, dass es sich hierbei um postmodernes Design handelt. In der Postmoderne waren die Grundprinzipien der Regelbruch, Traditionen wurden quasi in Frage gestellt. Mit den traditionellen Regeln wurde gebrochen, um eine ganz neue Dynamik zu schaffen, um auch zum Nachdenken zu animieren. Und durch dieses Regelnbrechen soll mehr Raum für das Emotionale, das Originelle und auch für die Vielfalt geschaffen werden. Als Schlussfolgerung habe ich herausgefunden, dass beide, also quasi das Grafikdesign der Rave-Szene sowie auch die Postmoderne, beide feiern mehr Freiheit und das Anerkennen der Pluralität. Es gibt den Drang, neue Regeln zu erstellen und eine friedliche Welt zu kreieren, in denen Differenzen koexistieren können. In meinem zweiten Semester habe ich mich mit After Effects auseinandersetzen wollen und animierter Schriftgestaltung. Und hierbei habe ich ein Video gestaltet, produziert, in dem ich die Werte der Hausmusikszene darstellen möchte, welche Liebe, Gleichberechtigung, Frieden und Freiheit das sind. Can you feel it? Can you?
Dann habe ich noch eine weitere Hausarbeit bei Herrn Schröder geschrieben, und zwar heutiges Revival des Grafikdesigns der House- und Rave-Szene in den 1980er Jahren. Dies habe ich anhand von Bildanalysen von dem britischen Designer Alfie Allen gemacht. Und eines war ganz klar, also es gibt sicherlich Züge in seinem Design der Postmoderne zu sehen, und es gibt auch viele Andeutungen, dass wir uns heute immer noch in einem postmodernen Zeitalter befinden. Der Unterschied ist aber, dass heute viel aktiver nach Verbesserung und nach Wandel gefragt wird und auch viel mehr dazu gemacht wird. Also der Drang ist immer noch da, die Diversität, die Vielfalt zu feiern, die traditionellen Regeln in Frage zu stellen, diese auch zu brechen, um einfach neue Systeme zu schöpfen und zu erschaffen, in denen die heutige Kultur und Gesellschaft funktionieren kann. Also auch hier wieder die House-Musikszene sowie auch das Graphic-Design fordern aktive Veränderungen, mehr Sensibilität für kulturelle und sexuelle Vielfalt. Und das sind die Gemeinsamkeiten, die die House-Musikszene und auch das Graphic-Design der Postmoderne hat. Dann in meinem Vertiefungssemester habe ich ein Musikmagazin gestaltet. Und genau, dieses heißt 909 Behind the Decks. Hier war es mir wichtig, auch wiederum diese Symbiose von Musik und Design zu zeigen und einfach darzustellen, wie kann Tanz, Bewegung, Rhythmus und Musik visuell und grafisch dargestellt werden. In diesem Musikmagazin werden auch aktuelle Themen angesprochen, sowie die Probleme aus der Hausmusikszene, aber auch die Geschichte, die Herkunft. Denn Hausmusik ist viel mehr als nur Unterhaltung, sie ist Kultur, sie ist Familie, Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit, sowie auch ein Ort der Zuflucht. Und nun angekommen im vierten und Abschlusssemester. Nach 2 Jahren Online-Kursen und einem Praktikum in Berlin während des Lockdowns bin ich trotzdem froh, jetzt hier zu sein in meinem vierten und Abschlusssemester. Als Designer sowie auch als Künstler bzw. DJ war es nicht sehr einfach, aber trotzdem habe ich nie aufgehört zu glauben, dass Musik, Design bzw. auch Kunst die Fähigkeit haben, unsere Umgebung zum Besseren zu verändern. Die erste Masterbesprechung mit Herrn Hogan hatte Christine und ich am 4. März. Am 24. Februar sind die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert. Daraufhin kam mir die Motivation, folgendes Projekt anzugehen. PASI, Konzeption und Entwurf der visuellen Identität eines sozialen Unternehmens, welches sich mit den Mitteln von Kunst und Musik für Flüchtlinge und Frieden einsetzt. Gedanken waren folgende. Wir leben Krise nach Krise. Nach den 2 Jahren Pandemie, jetzt Krieg. Kriegserlebnisse hinterlassen oft tiefe Spuren in der Psyche der Betroffenen. Sie werden von vielen als traumatisierend erlebt. Die erste Frage, die mir kam, wie kann man mit dieser neuen Krisensituation umgehen? Dann, was kann man machen, um das Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit loszuwerden? Wie kann man seine psychologischen Reserven wieder auffüllen und wie lassen sich die Folgen eines Traumas der Geflüchteten abmildern? Und was kann ich tun, um Geflüchteten zu helfen? Hier war dann die Recherchephase. Ich habe mir eine ganze Reihe an Artikeln durchgelesen und einmal die Hauptstichpunkte rausgeschrieben. Für die mentale Gesundheit und Traumaverarbeitung ist es wichtig,
sich zu bewegen, also aktiv zu sein, draußen zu sein, einfach den Körper bewegen. Genau, also dies greift dann auch nochmal dieses Aktivsein auf, dass man nicht soll einfach zu Hause sein, vor sich hin leben, also aktiv sein, was unternehmen, was machen. Dies sorgt natürlich dann auch wieder für Ablenkung, die auch wichtig ist von Zeit zu Zeit. In Gesellschaft sein, zusammen mit entweder Freunden oder Familie oder neuen Bekanntschaften. Kreativität kann auch helfen. Dies ist ein neuer Weg, um sich frei auszudrücken, außerhalb von der Sprache an sich. Also reden ist natürlich auch wichtig, aber die Kreativität gibt einem nochmal einen anderen Weg, um sich auszudrücken. Wie zum Beispiel durch Musik. Und dann natürlich auch das Zusammensein. Dies alles führt dazu bei, dass die Psyche und auch die Traumas abgemildert werden können. Und hier kam mir dann eben die Idee, eine Erstellung einer visuellen Identität einer wohltätigen und kulturellen Organisation zu erstellen, die Tanzveranstaltungen organisiert, da alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, das Aktivsein, das Zusammensein, die Kreativität, viele dieser Begriffe finden wir eigentlich im Tanzen wieder, in der Kunst wieder, in der Bewegung, in der Musik. Also bei Tanzveranstaltungen ist es ein Ort der Zuflucht, aber auch ein Ort der Gemeinschaft, des Zusammenkommens. Und dieses möchte ich gerne in Form eines Social Businesses umsetzen. Die Grundprinzipien eines Social Business oder eines sozialen Unternehmens sind es, soziale Ziele mit Hilfe der Wirtschaft schneller zu erreichen. Die Menschen arbeiten also nicht für die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft für den Menschen. Das Ziel sozialer Unternehmen ist es, innovative und langfristige Lösungen für soziale Probleme zu finden. Es ist auch das Ziel, sich für einen wesentlichen positiven Wandel in der Gesellschaft einzusetzen. Welchen Impact will ich nun mit meinem sozialen Business haben? Durch die Nutzung von Musik und Kunst will das soziale Unternehmen positive und soziale Auswirkungen erzielen. Erstens schon mal. Und konkreter soll dies die Verringerung der sozialen Spaltung und Förderung von Frieden und Liebenswürdigkeit durch Musik und Kunst hervorrufen. Die Kraft der Musik und Kunst soll sich zu Nutzen gemacht werden, um Brücken zu bauen und Gemeinschaften zu verbinden. Dies würde ich gerne umsetzen anhand der Organisation von Tanzveranstaltungen, aber auch das Verkauf von Digital Art, also digitaler Kunst, auf diesen Tanzveranstaltungen, zum Beispiel durch große LED-Wände, die sich zum Beispiel hinter den DJs befinden können, aber auch verteilt im Raum. Und zusätzlich kann es immer noch ein Fundraising geben für die das soziale Unternehmen unterstützen wollen, aber zum Beispiel nicht an den Tanzveranstaltungen teilnehmen können. Des Weiteren wird dann dieses Geld, was zusammenkommt auf den Tanzveranstaltungen, dafür genutzt, um Musik, DJ und digitale Kunstworkshops für Flüchtlinge zu geben. Regelmäßig können dann auch Musik- und Kunstperformances in den Flüchtlingsheimen organisiert werden, was auch wieder für Inspiration, aber auch für Ablenkung sorgen kann. Die entstandenen Kunstwerke aus diesen Workshops haben dann auch natürlich die Möglichkeit, auf den Tanzveranstaltungen präsentiert und auch verkauft zu werden. So wie auch natürlich, wenn Geflüchtete sich auch in das zum Beispiel Auflegen der Musik reinarbeiten und da immer besser werden, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Geflüchteten dann auf diesen Tanzveranstaltungen auflegen können, genau, um hier dann auch eine Bühne und eine Chance und auch Perspektiven zu kreieren. Das Ziel ist es, die Menschen zu verbinden, Empathie zu stärken, Wunden zu heilen, zu ermutigen, zu stärken und Freude zu bereiten. Alles wesentliche Voraussetzungen für den Aufbau einer gerechter und friedlicher Gesellschaft. Aber warum gerade Tanzmusik? Die Tanzmusik bzw. die Hausmusik oder auch elektronische Hausmusik, elektronische Tanzmusik haben geschichtlich her viele Werte, die
für das soziale Unternehmen, aber auch für dieses Konzept sehr wichtig sind. Die Grundlagen sind Antirassismus, Antifaschismus, Redefreiheit, Einheit, Unterstützung und Frieden. Die Tanzveranstaltungen, auch generell auf der ganzen Welt, bieten einen Ort der Zuflucht und der friedlichen Gemeinschaft. Und das will das soziale Unternehmen hier auf jeden Fall auch bieten. Und warum dieses soziale Unternehmen nun Geflüchteten, aber auch Einheimischen helfen kann? Indem die Einheimischen diese Events unterstützen und an diesen teilnehmen, tun sie etwas Gutes. Und dies kann das Gefühl der Hilflosigkeit lindern. Das soziale Unternehmen kreiert quasi einen Ort, an dem man sich ablenken kann, um sich mit positiven Gedanken zu befassen, wenn man mal wieder überfordert ist von den ganzen Geschehnissen in der Welt. Es ist ein friedlicher Ort, um zusammenzukommen. Und natürlich hilft Tanzen auch, dafür Dampf abzulassen. Die Musik und das Tanzen hilft auch dabei, Hoffnung und Energie zu gewinnen, sowie auch das Zusammenkommen mit all den Menschen, neue Bekanntschaften machen, sich austauschen. Und Bewegung und gerade eben dieser soziale Kontakt sind gut gegen Stress und Ängste. Die Namensgebung. Das soziale Unternehmen heißt PASI, abgeleitet von dem lateinischen PACE. Und hier entsteht dann ein Wortspiel, Pazifismus, abgeleitet von dem Wort Pazifismus. Und Pazifismus ist der Name für zum Beispiel die Tanzveranstaltungen, aber auch für die Workshops, die in den Flüchtlingsheimen veranstaltet werden können. Wer ist die Zielgruppe? Auf der einen Seite die Einheimische, die Leute, die gerne das soziale Unternehmen, also Pazi, unterstützen, die auf die Tanzveranstaltungen kommen, hier eben auch das Eintrittsgeld dann da lassen, was trinken, vielleicht auch die digitale Kunst kaufen und somit das Unternehmen unterstützen und auch die Workshops und das ganze Business aufrechterhalten, sodass auch die Workshops für die Flüchtlinge realisiert werden können. Also Leute, die sich gerne wohltätig organisieren, aber auch die an Musik und Kunst natürlich interessiert sind. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Flüchtlinge. Flüchtlinge, die an digitaler Kunst, aber auch an Musik interessiert sind und auch Interesse daran haben, an Workshops teilzunehmen. Und die Flüchtlingsheime, die PASI dann die Gelegenheit geben, diese Workshops zu veranstalten. Kommen wir zu der inhaltlichen Konzeption. Mir war es wichtig, dass der Fokus nicht auf dem Leiden und auf der Trauer liegt. Der Fokus soll eher auf der Hoffnung, auf dem Zusammenkommen und der Gemeinschaft liegen. Den Teilnehmern und den Spendern ist mir wichtig, das Gefühl zu geben, einen Impact zu haben und mithelfen zu können. Die Events geben auch die Möglichkeit, einen guten Moment zusammen zu verbringen. Diese Ablenkung ist hier wieder das Thema, man soll auf andere Gedanken kommen und schöne Erinnerungen kreieren. Trotzdem immerhin nicht ignorant sein gegenüber den Geschehnissen in der Welt, den Krisen und genau, trotzdem einen Ort finden, um sich mit positiven Gedanken zu befassen und auch gleichzeitig was Gutes zu tun, indem man dahin geht und die Spenden genommen werden können, um diese Workshops zu veranstalten. Also PASI soll eben ein Ort der Zusammenkunft, Gemeinschaft, Wohltätigkeit sein, ein Ort mit Herz und Seele. Dann die designerische Übersetzung dafür. Dies alles soll natürlich kreativ sein. Visualisiert werden. Durch die Kunst, durch die Musik, aber auch digital, weil elektronische Musik, sowie auch das DJen und das Produzieren, funktioniert alles im digitalen Bereich. Wir haben die Tanzevents, also hier wieder der Bezug zur Musik. Und dann auch die Pluralität. Pluralität auf der einen Seite, dass viele Menschen zusammenkommen, die verschiedene Erlebnisse in ihrem Leben haben, verschiedene Erfahrungen gemacht haben, aber auch die Pluralität der Musik, der Kunst, des Tanzen, alles kommt zusammen. Und hier dann auch wiederum die Vielfältigkeit. Also es gibt nicht nur, es ist nicht mehr für einen Menschen, es ist nicht nur ein Angebot, was da ist. Es gibt sehr viele verschiedene Angebote, also auch sehr viele Abwechslungen. Und das natürlich einen sehr friedlichen Kader, also Frieden ist ein sehr wichtiges ein Grundprinzip und das Zusammenkommen.
Dann würde ich euch gerne meine erste Route präsentieren. Hier sind wir in der Gestaltungsphase, Anfang der Gestaltungsphase. Die Idee war es, die Hand und die Bewegung zu nutzen. Also quasi die Hand, die offene Hand, die helfende Hand auch vielleicht, dies in einem bisschen künstlerischen und auch ein bisschen abstrakteren Formen darzustellen. Dann die zweite Route war die Idee der Blume, also die Blume des Friedens, auch hier wieder in dieser Vielfältigkeit, also quasi im variablen Logo darstellen, die Vielfalt, die Diversität, das hängt zusammen, aber trotzdem ist jede Blume wieder anders. Und die dritte Idee war der handgezeichnete Strich. Hier war die Idee, ein inklusives und interaktives Design zu gestalten, das dann vielleicht auch auf den Events von den Teilnehmern selbst noch fertig kreiert werden kann. Dass dann auch Stifte vorhanden sind und die Teilnehmer sich quasi auch auf den Plakaten verwirklichen können. Nach vielen Skizzen habe ich mich für das Design der Hand entschieden und dies ist das finale Logo. Da das Logo, das Bild soll quasi eine tanzende Hand darstellen in einer etwas verspielten Form, die soll etwas die Leichtigkeit mitbringen, aber auch die Kreativität darstellen. Es soll einen friedlichen und auch freundlichen Ausdruck haben. Dann kommen wir auch zu der Farbe. Die Farbe Grün steht natürlich für die Farbe der Hoffnung. Und dies ist eher in einem etwas helleren, strahlenderen Grün, das wieder auch die Andeutung an das Digitale ist. Dann der Schriftzug Parsi ist in einer sehr bewegten Schrift. Hier auch wiederum die Andeutung an das Tanzen, an die Musik, an die Bewegung. Und das Logo ist dann natürlich auch ein variables Logo, weil die Pluralität und die Diversität eine sehr große Rolle spielt. Und hier haben wir dann verschiedene Art und Weisen der Hand, die auch immer wieder anders platziert ist, um dem Ganzen noch mehr Dynamik zu geben. Genau. Dies habe ich in Glyphs umgesetzt, quasi nach demselben System wie eine variable Schrift, sondern nur mit anstelle der Buchstaben habe ich dann Zeichen benutzt. Die Unterzahl ist in einer eher etwas technischeren Schrift gehalten. Dies ist dann auch die Anleitung an das Technische, zum Beispiel des Produzierens, aber auch das Auflegen der digitalen Kunst. Mit dem muss man sich dann auch am Anfang mal bekannt machen. Und dann haben wir das kleine X, das quasi die drei Hauptstichwörter Musik, Kunst und Frieden verbindet. Und das X ist auch das Zeichen des Multiplizierens. Also zusammen wird man größer, wird man stärker. Genau. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur Pluralität. Universalität existiert nicht, weil Differenzen koexistieren. Und dieses Thema der Variabilität und der Pluralität wollte ich noch weiter ausbauen. Deswegen habe ich Custom Letters gestaltet. Angefangen habe ich mit der mittleren Zeile. Diese Buchstaben sind abgeleitet von dem Logo-Zeichen, also diese verspielte, etwas welligere Form. Aber dann bin ich auch wieder noch einmal ein bisschen in der oberen Zeile in die Richtung gegangen des Logo-Types. Und in der unteren Zeile habe ich diesen technischen Charakter auch probiert nochmal auszubreiten. Die Verbindung der Visitenkarten schaffen dann auch wieder die Anfangsbuchstaben von Musik, Peace und Art, also M, P und A, in diesen Custom Letters. Also die haben wir auf der Rückseite und dann das Logo auf der Vorderseite. Aber dann sind noch ein paar weitere Custom Letters entstanden und so habe ich dann fünf verschiedene Art und Weisen des A's, des M und des P's gestaltet. Hier zum Beispiel Plakate, wie das aussehen kann, um Promo zu machen für Parsi an sich, also für das Unternehmen an sich. Und dann habe ich hier auch nochmal alle Bausteine regruppiert, die ich gerade schon mal erklärt habe. Also das ist der Style Guide, wir haben das Logo, wir haben die Logo-Varianten, die unterschiedlichen Schriften und die Identitätsfarben. Dann ausgebaut wurde das ganze System noch, wir haben Custom Letters. Hier sieht man einmal in der Anwendung, wie das aussieht und zusätzliche Elemente wie das X und einen grünen Strich und dann unten drunter wieder, wie diese auch angewendet werden. Zum Beispiel habe ich auch den
Blocksatz angewendet als designerisches Element, wieder das Aufgreifen von den Breschen mit den Riegeln. Und dieses gibt auch sehr viele Selbstständigkeit und Wiedererkennungswert für das Design. Unten haben wir dann noch das Fotomaterial. Genau, wie gerade eben erklärt, hier sieht man zum Beispiel, dass die X auch benutzt wurden, um einen neuen Abschnitt anzudeuten, um Texte auch nochmal zu regruppieren. Oder auch die Linie, um zum Beispiel etwas zu unterstreichen. Dann nochmal beim Style Guide für die ganzen Events. Hier haben wir natürlich noch viel mehr Farben, weil es gibt ja auch Eventserien und hier kann man dann mit demselben Design immer arbeiten, aber immer auch in dieser Variabilität bleiben und andere Farben benutzen. So wie das auch noch eine weitere Schrift hinzukommt. Man kann das Logo variieren, trotzdem soll das Hauptbestandteil und der Wiedererkennungswert immer noch da bleiben. Und auch bei den Illustrationen haben wir viele verschiedene Elemente, die man auf unterschiedliche Art und Weise zusammen kombinieren kann. Dann zur Umsetzung. Hier haben wir zum Beispiel das Social Media, das Instagram. Hier sieht man, wie alles in der Anwendung aussehen kann, also das Bildmaterial vor allem. Wir haben Fotos von den Workshops, dann die einzelnen Buchstaben nochmal hier auch in der Anwendung oder auch die Zeichen in der Anwendung, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau, also denn die Idee war es hier, dass alle Posts zum Beispiel mit einem A, hier findet man Infos über das Thema der Kunst, also Art. Bei dem M über das Thema der Musik, also wann finden Workshops statt, was kann man sich davon erwarten. Und beim P gibt es Informationen über den Frieden, also sagen wir auch Demonstrationen, wo man sich einsetzen kann, wo man helfen kann. Und dann auch das Webdesign habe ich nach denselben Guidelines gestaltet, wie gerade eben auch schon erklärt. Hier kann man sich dann Tickets kaufen für das Event. Und man sieht nochmal, wofür Passi steht, was die Werte sind und was man unterstützt, wenn man an den Events auch teilnimmt. Hier dann nochmal erklärt, was ist die Mission, was ist überhaupt ein Social Business. Und warum wir mit Musik arbeiten möchten und Kunst arbeiten möchten, was unsere Ziele sind. Und dann hat man auch eine Seite der Events. Hier sieht man, was Passi alles anbietet, wofür Passi steht, was die Ziele sind. Und hier hat man dann aber auch eine Übersicht von den Events. Und dann kann man natürlich auch die Tickets dafür auf der Webseite kaufen. Hier wird dann nochmal konkreter beschrieben, was man sich von den Kunstworkshops, was man sich darunter vorstellen kann, aber auch von den Musik-, also DJ- und Produktionsworkshops. Dann das Event und Merchandise. Hier so könnten zum Beispiel die Tickets aussehen, auch mit dem Design, mit den weiteren Farben, also auch mit Bildmaterial und Grafiken. Merchandise-Artikel mit den Schriften, also P immer für Peace, M für Musik und A für Kunst, also Art. Nochmal Poster-Designs. Hier zum Beispiel eine Posterreihe für eine Event-Serie oder auch eine zweite Event-Serie. Und mein letzter Gedanke ist, dass die Grundprinzipien des postmodernen Grafikdesigns und der Hausmusikszene übereinstimmen. Beide feiern die Vielfalt und stellen die vorangehenden Regeln in Frage. Beide brechen mit Traditionen auf eine rebellische und wilde Art und Weise und wollen zum Nachdenken anregen. Man löst sich von allen Vorschriften und lässt Raum für das Emotionale, das Künstlerische und das Originelle. Genauso wie die postmoderne Veränderung will, will die Hausszene das auch. Beide fordern mehr Freiheit und Anerkennung der Pluralität. Der Drang, neue Regeln zu etablieren, eine friedliche Welt zu kreieren, in der Differenzen koexistieren können, treibt beide an. Dies war ein Zitat aus meiner letzten Hausarbeit, die ich bei Herrn Schröder geschrieben habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.